Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. In der letzten Folge haben wir eine Errungenschaft freigeschaltet, womit wir das Chirp-X-Gelände, das Raketenstartgelände bauen dürfen. Und ich würde es hier hinten reinbauen. Oder halt hier ein eigenes Gelände noch. Natürlich mit eigener Abfahrt für die Transportversorgung und Pipapo. Mittlerweile hat sich bei uns auch der Stau aufgelöst, wie es scheint. Also scheint sich wieder alles gelockert zu haben. Es sind ein paar Sekunden zergangen seit der letzten Aufnahme. Bedeutet, es ging relativ flott. Trotzdem würde ich jetzt mich hier drum kümmern. Oh, hier ist irgendwie Polizeiaufgebot zu wenig und pipapo. Ich setze noch eine kleine Polizeistation schon hier hin. Wenn dann die Polizei hier durchdüst, dann sollte das eh alles wieder passen, ne? Jetzt würde ich einfach mal uns hier drum kümmern, dass wir hier eine Abfahrt bauen, beziehungsweise eine Auffahrt. Ab. Auf. Also ich muss ja gerade überlegen, wie wir das bauen, ne? Deswegen, ich baue das jetzt mal wie bei uns hier in der Stadt. Wir brauchen eine vierspurige Straße. Zack. So fängt es normalerweise an. Also ich würde hier das hinsetzen, circa. Das ist jetzt die vierspurige Straße, ne? So, dann teilt sich das auf. In der Mitte. Das ist jetzt hier bei uns die National Road in diesem Fall. Geht eine National Road jetzt nach oben und über die Brücke drüber. Oh. Das ist nicht wirklich erhöht. Also geht die hier drüber. Und dreht sich dann einmal. Upsala, das hätte ich anders machen müssen. Wartet. Das brauche ich nochmal anders, weil das hat hier einen bestimmten Sinn. Dass das bestimmt gebaut wird. So. Denn dann dreht sich diese Straße wieder nach unten. Dann teilen wir die hier ab hier auf. Weil natürlich die eine biegt sich jetzt nach unten. Wird ebenerdig und zieht hier drauf. Während die andere nicht so exakt der Nachbau wie bei uns. Bei uns ist es eher so, dass halt der Kreisel bis hier runter geht und dann sich das aufteilt. Aber ja, ist im Grunde hier wurscht. Und hier kommt im Grunde so. Also das machen wir auf der anderen Seite genau nochmal. Das geht ja viel einfacher. So, warte mal. Klick. Dann drehen wir das Ganze um. Und dann können wir rein theoretisch das Ganze noch so bewegen, wie es uns taugt. Und wir können natürlich hier die Biegungen so gestalten, wie wir wollen. Zack. Ein bisschen von der Überdrehung weg. Dann tun wir nicht die hier auch. Bisschen aus der Überdrehung rausnehmen.
So. Dann ist jetzt natürlich hier wichtig einzustellen, wie das Ganze gefahren werden darf, ne? Bedeutet zum Beispiel, hier ist nur geradeaus erlaubt, genauso wie hier nur geradeaus erlaubt ist. Und hier müssen wir aber jetzt mit dem Teil ran, denn du musst auf die innere Spur, du gehst auf die äußere. Du gehst geradeaus und du gehst hier lang. Genau, so ungefähr wie der das jetzt hier macht. Dann erhöhen wir das Ganze noch auf eine dreispurige Autobahn. Davor jeweils oder dahinter. So. Und verbinden das so, dass hier alles so bleibt, wie es ist. Zack. Genau, die teilt sich nach hier auf und du fährst nach hier. Hier kommt das von hier. Und die dürfen natürlich jederzeit wechseln, weil das ist ja der fließende Verkehr, wenn man es so betrachtet. So. Der kann ja machen, was er will, aber er soll halt nicht unbedingt jetzt darüber wechseln noch. So. Jetzt ist das Trip-X-Gelände fertig. Und wir verkleinern das gleich mal auf eine Zweispur. Von hier an. Dann biegt es nach hier ab und das ist das Trip-X-Gelände sozusagen hier. Bedeutet, wir stellen jetzt hier das Trip-X auf. Wenn es Platz hätte. What the fuck, ist das riesig? Das ist ja echt verdammt groß. What the fuck? Okay, da müssen wir das umbauen. Ein anderer Plan. Wir müssen die Straße noch ein bisschen weiterführen. Ungefähr bis hier und führen sie dann bis zum Rand. So. Aber jetzt geht es. Raketenstartgelände hier. Jawohl. Dann kriegt es einen Wasseranschluss, einen unterirdischen. Von unseren Nachbarsystemen. Und eine Stromzuleitung. So. Dann haben wir hier... Das wird jetzt die... Rakete B-42. Und das ist unsere erste Rakete. Der Unterhalt ist 2400 die Woche und wir haben 450 Zuschauer aktuell. Haben wir nicht. Aber jetzt wird ja wahrscheinlich danach da hinten auch alles geliefert. Denke ich jetzt mal. Das System hat sich mittlerweile wieder etabliert. Unsere Stadt floriert immer noch. Nicht genügend Verkaufswaren. Ich tue mal unsere Stadt ein bisschen vergrößern. So. Jetzt ist das hier mittlerweile alles schon festgeschrieben für unsere Bewohner. Aber natürlich ist die Frage Trip-X-Startgelände. Mittlerweile fahren hier auch die ganzen Transporter schon hin, die ihre Sachen abzuliefern haben. Ich weiß gar nicht, warum das Gelände so erhöht ist. Ach, weil es hier höher ist. Hahaha, ha, ha, ist so toll. Super. Bin gespannt. Das dauert jetzt wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit, bis die Rakete startet. Aber wir haben schon mal unser Raketenstartgelände. Das ist doch schon mal was Schönes. Bin gespannt, wenn die erste Rakete startet. Dann kommt wahrscheinlich die große Meckerei. Ihr könnt doch nicht unser System auseinanderhebeln. Naja. Wen interessiert es? Es ist unsere Stadt, unser Land. So. Und jetzt können wir das System eigentlich um noch die Ecke bauen, ne? Aber das schaut gar nicht mal so schlecht aus. Ich hätte es um einiges besser bauen können, glaube ich, aber ja, fürs Erste.
Wenn der LKW wieder hochfährt, fährt er wrupp, hier lang. Stromkabel. Fährt hoch auf die High, auf den Dings und auf die Autobahn auf. Perfekt. Das funktioniert einwandfrei. Was haben die denn für Probleme? Nicht genügend Rohstoffe. Oh. Ja, Schiffe, aber was bringen wir Schiffe? Okay, ich könnte hier vorne einen Schiffshafen hinbauen. Rein theoretisch. Aber was bringt uns das aktuell? Ist ja kompletter Schwachsinn. Aber wir können hier mal die Holz produzieren. Vielleicht. Wir haben doch hier tonnenweise Rohholz. Was habt ihr denn? Aber wenn ihr sagt, wir haben nicht genug Holz. Hey, wir haben hier noch mehrere Plantagen. Mittlerweile die mittlere. Die würde ich mal hier dazustellen einfach. Da kommt jetzt mal ein paar Tonnen von. Weil die freut sich sicher. So. Und wenn die jetzt nicht genug Holz haben, dann schreie ich, ey. Industriegebiet Info, die macht gar nicht mal so viel Profit, wie ich gedacht hätte. Hm. Es arbeiten immerhin schon 1000 Leute hier. Wieso importieren wir? Wir haben tonnenweise Holz hier vor Ort. Kann ich Importe deaktivieren? Richtlinien, verbesserte Logistik, verbesserte Sicherheit, erweiterte Automatisierung. Ob das so gut ist? Jetzt tun wir uns mal hier voll reinfuchsen noch. Und gehen hier noch. Neues Gebäude, mir gerade wurscht. Eine Sägemühle haben wir ja schon schon, aber komm, noch eine hier hin. Eine Pelletsfabrik. Holzwerkstofffabrik. Und dann kommt hier drüben ein Sägemehllager hin. Oder zwei Stück. Zack. Und jetzt haben wir eine Tonne hier, was er produziert. Aber ich bin mir nicht, das müsste eigentlich richtig viel Kohle reinschmeißen hier. Allein schon jetzt wird ja voll viel hier an Sägemehl reingehauen. Das ist der Wahnsinn, was hier abgeht. Die produzieren instant Papier. Läuft. Die Schnittholz. Schnittholz. Der tut auch Schnitze. Hä? Sind das dieselben? Nee, das ist bloß größer wahrscheinlich, oder? Produktion 7000 pro Woche. Frachtlast in Verwendung einer von 8. Aber wir haben wieder wahrscheinlich ordentlich Arbeitsplätze auch geschaffen, oder? 1400. Nicht übel. Jetzt haben wir hier mittlerweile Papier. 7000 machen wir jetzt in dem Verkauf von Schnittholz. Wir produzieren 93 Tonnen Holz. Beschaffung 112 Tonnen. Alter. Übertreibt. Produziert der Rohstoffeinheiten bis zum nächsten Level. Das sollte ja relativ schnell steigen, wenn wir jetzt allein schon das hier gemacht haben. Wie geht's hier von? Das schaut gut aus. Aber wir müssen uns jetzt mal hier drum kümmern, dass wir hier vielleicht irgendwie was ein bisschen abändern. Vielleicht die Autobahn. Ja, müsste man schauen. Man müsste eigentlich eine neue Autobahnabfahrt bauen. Und dafür relativ viel Industrie opfern. Also, Plan wäre hier ein neues Industriesystem zu etablieren. Riesengroß. Aber ich würde sagen, darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!